Okay. Dann jedes Lewis mit Wilco gegen Vetax. Ja, das wird reichen. Protoss gegen Zerg. Mal gucken. Vielleicht schaffe ich es auch mal, jedes Matchup hier einmal hinzukriegen. Warum finde ich die Rampe nicht? Ah, da ist die Rampe. Oh, das ist natürlich... Das ist natürlich immer wirklich eine Überlegung wert, wobei die Gold natürlich hier von dem Zelnaga-Turm gesehen werden kann. Also da gibt es schönere Maps, wo man die Gold-Expansion als Expansion nehmen kann. Wo nämlich, wenn es nicht wirklich absichtlich gescoutet wird, die Gold-Expansion nicht so wirklich sichtbar ist. Gefällt mir ja meistens besser. Denn in dem Niveau, wo ich spiele, was ist Scouten? So, Extraktor-Trick hier oben. Um hier die Drone doch ein paar Sekunden früher rauszuhaben. Mal sehen, was er damit vorhat. Hier unten, Protoss baut sich nicht ein gegen den Zerg. Interessante Entscheidung. Mal sehen, also vor allem bei dieser Rampe, beziehungsweise bei der Möglichkeit hier eine fast In-Base-Expansion zu nehmen, dass man einfach hier nur nach vorne abwollen muss. Bin ich dann doch überrascht, dass der Protoss sich überhaupt gar nicht darauf einlässt. Scoutet hier jetzt natürlich auch sofort los. Vetax scoutet auch direkt richtig hier mit seinem Overlord, was natürlich sehr, sehr angenehm für ihn sein wird. Er schickt vielleicht... Oh, er schickt sogar noch eine Drone los und der Pool ist auch schon halb fertig. Das könnte bitter sein. Wobei man natürlich sagen muss, dass hier kein Spieler wirklich Bock hat, früh rauszufliegen gegen irgendeinen Cheese und deswegen... schießen die Leute selbst wegen sehr, sehr frühem aggressiven Spiel. Und deswegen kommt es meistens von den Spielern selbst. 6 Zerglinge jetzt auf dem Weg. Jetzt werden beide Gas genommen und wieder abgebrochen, um hier nochmal Supply freizukriegen für die Queen. Also super aggressives Spiel. Überhaupt kein Overlord im Bau. Das heißt, wenn hier die Zerglinge draufgehen, dann war es das auch erstmal. Jetzt auch erst gescoutet hier von Wilco. Und was hat er dem Ganzen entgegenzusetzen? So ein Halbwall offen mit dem Kybernetikern. Und da wird hier der Berserker auch nicht viel machen. Die Zerglinge werden hier, denke ich, ganz schön übel Schaden machen an den Probes. Je nachdem, wie er hier das handelt. In der Zwischenzeit jetzt hier auch noch am Expandieren, droned jetzt dahinter aber doch ein bisschen, also vielleicht möchte er damit gar nicht das Spiel beenden, sondern nur seinen Gegner hier unter Druck setzen. Warpknoten baut das Ganze jetzt hier auch noch zu, also Wilco hat hier wirklich Glück im Unglück, dass er das dann doch früh genug gescoutet hat und hier den Berserker schon angefangen hatte. Das heißt, mit ein bisschen Glück kann er hier das wirklich abwehren. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Aber ja, Veta möchte damit oder wollte damit gar nicht das Spiel beenden. Eigentlich ein vernünftiges Spiel hier von ihm. Hat einfach mal geguckt, was er damit finden kann. Wenn er Glück hat, kommt da rein. Wenn nicht, dann nicht. Hat jetzt hier natürlich einen Protektor erzwungen. Und das sind natürlich, das ist natürlich ein Gaseinsatz, den man erstmal wieder kompensieren muss. Also Stalker wird jetzt erstmal auf sich warten lassen, beziehungsweise halt Stalker Heavy Play. Aber so wie das aussieht, reicht es auch, Berserker zu haben. Auch hier Wilco jetzt mit seiner Expansion zieht hier also gleich, auch wenn hier Vetax seine schon fertig hat. Im Drone Count wird das sich auch für ihn sehr, sehr stark lohnen. Also das ist natürlich dann sehr schön hier am Anfang. Guckt euch das an jetzt hier. 6 Sammler Unterschied mit diesen ganzen Larven, dass er da wirklich schlagartig so viele Worker auf den Plan bringen kann. Ist natürlich ganz nett, aber hier Wilco pumpt natürlich wie bekloppt seine Probes, um hier sich dann einbauen zu können. Mit der Forge, es würde mich wundern, wenn hier jetzt keine Cannon kommt mit den nächsten 150 Mineralien, wenn die Schmiede fertig ist. Und, ja, defensiv hier bei unserem Zergspieler. Noch kein Roach Warren, noch kein Baneling Nest. Nur ein Arbeiter im Extraktor. Metabolic Boost ist auch schon am Laufen. Also vielleicht hat er auch nur vergessen, den mit abzuziehen.
Und das sieht ja wirklich sehr, sehr schön aus hier vorne. Also da kommt auch erstmal nichts rein, quasi keine Informationen und mit den Protektoren dahinter, die zwar nicht viel Schaden machen, aber immerhin Range Damage können hier die Zerklinge auch nicht allzu lange da aushalten. Und wie sieht's aus? Cannon? Nein, Level 1 Upgrade nur. Lustiges Gepumpe von den Probes, jetzt hier auch ein Transfer, also sieht alles ganz vernünftig aus. Und hier ins Raumportal. Das könnte ganz schön wehtun hier, wenn Wilco wirklich einen Void Ray mitschickt mit so einer kleinen Ground Army. Das könnte wehtun, denn im Moment hat hier Vetax nicht wirklich was, was gegen einen Void Ray Angriff irgendwas anrichten kann. Startet hier weiter kleine Angriffe mit diesen Zerglingen, aber das sind zu wenige. Also, auch wenn hier 10 im Supply vorne ist, das sind alle Sammler. Also, na Mist, ich wollte es doch gar nicht zumachen. In der Armee sieht das gar nicht schlecht aus für Wilco, wenn er dann hier jetzt, oh, mit Phönixen auch noch, hat er überhaupt, er hat aber keine Stalker draußen, das heißt, Phönixe sind wirklich dann nur dafür da, um die Queens irgendwie aus dem Spiel zu nehmen. In den Zerklingen liften, da macht man sich ja wahnsinnig. Doppelgas jetzt hier hinten. Oder erwartet er einfach nur irgendwie hier was von Mutas? Nein, das ist ganz klar ein Angriffsbefehl. Sammelt hier ein paar Overlords ein. Hey, warum zur Hölle auch nicht? Fliegt hier die Standardpositionen ab an den Expansions. Und holt ja sogar den zweiten Phönix zurück, um hier den Overlord dem Rest zu geben. Also das lohnt auf jeden Fall. Wenn man schon damit nichts macht, dann einfach hier die Overlords in der Base, in die Base zwingen. Denn das denied natürlich unglaublich viele Scouting-Informationen hier für den Zerg. Narco-Hedge und dritte Expansion. Beides gleich gescoutet hier vermutlich von Wilco, unserem Protoss. Vier Phönixe gegen drei Queens. Ich glaube nicht, dass er sich darauf einlassen kann. Verliert hier allerdings auch nur Schilde drauf. Das heißt, gar kein Problem hier für Wilco. Aber die Ground Army sieht nicht so gut aus. Level 2 Bodenwaffen-Upgrade jetzt hier. Und Blink. Ja, da sind die Stalker. Ich wollte gerade sagen, du hast keine Stalker. Warum holst du die Blink? Aber da sind sie auf dem Weg. Phönixe jetzt hier oben an der Base. Und er nutzt hier diese Langsamkeit der Queens aus. Hat jetzt natürlich hier mit Sporenkrabber zu kämpfen. Aber, oh ja, er ist in Range von den Sporenkrabber. Kann hier die Queen auch noch einsammeln. Und kriegt noch den Overlord. Nein, kriegt nicht den Overlord. Warum er die Zerklinge da mitschickt, ist mir nicht so ganz klar. Beide Overlords hier wirklich gut angeschossen. Bewegt jetzt die Overlords hier komplett über die Sporenkrabber. Also, das war es dann erstmal mit diesen nervigen Overlord absnipen. Er könnte hier noch ein, zwei sich schnappen, aber ich denke, das ist ihm zu riskant. Dann doch eher hier oben werfen. Jawohl, schön, den einen Worker hier aufgesammelt, der hier die Anti-Air starten wollte. Und das sieht doch ganz gut aus. 5 Arbeiter getötet. Warum zur Hölle nicht? Keinen einzigen Phönix hier verloren. Ein bisschen Schaden drauf gekriegt. Und oh, es werden weiter Worker hier transferred. Und das sieht wirklich, wirklich gut aus. Kann hier sogar noch den einen Phönix retten. Also Wilco hier definitiv krass in der Offensive. Vor allem, wenn dann der Warps, wenn dann hier der Tech-Switch plötzlich auf Blinkstalker mit der Unterstützung hier von den Force-Fields, von diesen 4 Protektoren, die komplett voll mit Energie sind. Da kommt jetzt auch hier der Angriff, der Timing-Push auf das Level 2 Bodenwaffen-Upgrade. Mutas werden noch nicht produziert, so wie das aussieht. Nein, er holt sich jetzt hier erstmal das Level 1 Upgrade, bevor er überhaupt Mutas draußen hat. Erstmal holt er sich hier die Verseucher und Burrow. Hat er schon pathogene Drüsen? Pathogene Drüsen. Und wo ist überhaupt sein blödes Gebäude? Hä? Wenn ich damit knackt, weiß ich nicht mehr, wie eine Verseuchergrube aussieht. Aha, da ist er versteckt. Ja, pathogene Drüsen hat er. So, Proxy Pylon. Allerdings natürlich hier wirklich, wirklich krass vorne die Verteidigung mit den Stachelkrabbern. Aber ich glaube nicht, dass er das nicht knacken kann. Fungal Growth hier hinten von den Verseuchern ist natürlich hier mit am Start. Aber da passiert nicht allzu viel. Guckt euch das an. Da fällt die Verteidigung. Die Force Field ein bisschen Overkill, wenn ihr mich fragt. Verseucher jetzt hier geburrowed. Keine Energie für irgendwas.
Und jetzt geht's hier auf die Third Base. Da steht noch ein Stachelkrabbler. Schöner Blink-In hier. Also gar kein Problem hier. Diese Base definitiv zu die 9. Jetzt ein paar... Jetzt hier ein paar verseuchte Tyranner. Aber... die Frostbeers waren ja überhaupt nichts. Da blinkt er sogar nochmal rein, anstatt die einfach verrecken zu lassen. Verseuchte Tyranner meines Erachtens nach gar nicht so schlecht. Die machen gut Schaden. Und ich versuche gleich mal, die Prozesse auf den Kors zu verteilen. Mal gucken, ob das besser hilft. Ja, die Stachelkrabber werden hier nachgebaut, aber ich glaube nicht, dass das reichen wird. Schöne Transfuses hier von den Queens. Ich muss mal gerade hier aus dem Geschehen raus. Proxy Warp-In jetzt hier. Guckt euch das an. Wow. Das wird wehtun. Und da ist das GG. Also, da war definitiv Wilco überlegen, was dieses Spiel angeht.